Da muss man dann eben die Ruhe bewahren, den Kopf oben halten und dann ja, sich wieder zu belohnen, ist natürlich schön. Also ich muss ja sagen, ich habe wirklich einen guten Schuss, aber im Spiel, da bin ich da gerade mit mir am Hadern. Ja, im Training treffe ich das öfter. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein. Hat lange gebraucht, lange gedauert. Ich glaube, Tim Heike ist angekommen in Cottbus. Ich glaube, wir können dich hier jede Woche verhören und du wirst jedes Mal zu den Torschützen zählen. Ja, schöne Sache auf jeden Fall, ne? Mal wieder oder wieder zu treffen, nachdem ich ja jetzt auch gegen gegen Lichtenberg eine große Chance ausgelassen habe, was eben als Stürmer auch dazugehört. Da muss man dann eben die Ruhe bewahren, den Kopf oben halten und dann ja, sich wieder zu belohnen, ist natürlich schön. Ist es eigentlich schöner, als Einwechsler Tore zu schießen oder wenn man von Beginn an dabei ist und dann auch spät zu Torerfolgen kommt? Ja, ich denke mal, es ist immer von Spiel zu Spiel zu sehen oder abhängig vom Gegner, vom Spiel. Wenn man dann natürlich hier, sage ich mal, reinkommt beim Stand von 1-0 und dann, sage ich mal, das, ja, mitverantwortlich ist, dass das Spiel irgendwo in eine Richtung kippt, dann ist das natürlich schön, aber umso schöner ist es auch, wenn ich in der 90. Das 1-0 mache. Aber am Ende, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ist wichtig, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Du bist angekommen in Cottbus. Kann man das so sagen, jetzt nach den paar Wochen und mit den vielen Toren, wenngleich du eine riesen Pause hattest in der Vorbereitung? Ja, absolut. Ich denke mal, das ist, das ist einfach schön. Hier Woche für Woche, sage ich mal, seine Tore zu machen, beziehungsweise zu sehen, dass wir als Mannschaft mehr zusammenrücken und einfach die Ruhe bewahren und auch heute die Ruhe hatten nach dem 1-0, dann einfach das zweite, das dritte Tor zu machen und das ist wichtig. Der geborene Sechser, kann man das so sagen? Fühlt sich wohl da? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl da, das kann man so sagen. Jetzt bin ich mal so gespannt, was du mir erzählst. Wann wirst du denn dein erstes Tor erzielen? Heute gab es wieder einen Versuch und ich habe gesagt, ja, mein Gott, der Hoffi, wird der das nochmal lernen? Also ich muss ja sagen, ich habe wirklich einen guten Schuss. Aber im Spiel, da bin ich da gerade mit mir am Hadern. Ja, im Training treffe ich das öfteren. Auch gestern im Abschlusstraining wieder. Da dachte ich, vielleicht habe ich heute mal einen Moment, wo ich doch vorne auftauchen kann, aus der Distanz schießen. Aber der ist mir dann auch wieder abgerutscht. Und ich hoffe dann, dass es vielleicht, wenn es klappt, von mir aus auch gerne ein wichtiges Tor ist, dann muss es ja auch nicht das 5-0 oder 4-0 sein. Also ich schieße auch gerne mal ein 1-0, wenn er dann da reinplattert. Aber wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn Maxi vorne das Ding reinhaut. Deine Jungs da vorne haben ja eigentlich heute eine gute Leistung abgeboten, wenngleich viel Geduld gefragt war. Ne? Ehe es dann soweit war, dass die Maschine ins Rollen kam, hat ein bisschen gedauert. Ja, wir hatten das eigentlich vor dem Spiel schon angesprochen, dass man sich gegen Meuselwitz, die stehen immer relativ gut. Klar, am Anfang des Spiels spielt es dann auch nicht so riskant. Die Räume sind ein bisschen enger, als sie sich dann am Ende des Spiels ergeben. Und da heißt geduldig bleiben, gute Restabsicherung, dass du hinten nichts, dass du halt nicht in den Konter oder so läufst, dass du dann nicht irgendwie in Rückstand hinterherläufst. Ich glaube, das haben wir gut gemacht, Geduld bewiesen und dann haben wir eiskalt zugestochen und dann am Ende haben wir es doch ganz gut ausgespielt, die Räume, die uns angegeben wurden. Vater des Sieges brauchen wir nicht sagen. Es war schön, dich wieder auf dem Platz zu sehen. Wie war es heute? Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein. Hat lange gebraucht, lange gedauert, länger als erwartet. Schon ein bisschen Geduld erfordert das Ganze, aber ich freue mich, wieder auf dem Rasen zu stehen oder überhaupt dabei zu sein, wieder im Stadion mit den Fans so einen Sieg zu feiern, dann in die Kurve zu gehen, ist natürlich schön. Und mit dir fiel das vierte Tor? Ja, habe ich meine ganze Kopfballstärke unter Beweis gestellt. Nein, Spaß. Ball rausgeköpft, die Mannschaft gut umgeschaltet und dann hat sich Ali auch mit einem Tor nochmal belohnt. Ich denke, war für ihn auch wichtig. Das sind so kleine Erfolgserlebnisse, die jeder braucht. Ich denke, man hat gesehen, dass es dann nach dem 2-0 auch für jeden Einzelnen leichter wird, dieser Rucksack dann so ein bisschen abfällt und man sich dann auch so ein bisschen das Selbstvertrauen durch die Tore natürlich wieder holt.